Haha, da kommst du nie rein, Super Blödi. Sieh dir die neuen Sachen an, bevor die alten sie beschmutzen. Das solltest du nochmal waschen. Danke fürs Einkaufen, mein Sloppy Seconds. Na du, bist du mit Kyle befreundet? Sorry, ich hab nicht viel für Selfies übrig. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Die Stadt wird ein wenig zu urban, wenn du verstehst, was ich meine. Willkommen bei Freeman's Tacos. Wenn dich irgendwas hier drin anmacht, dann lass es mich einfach wissen. Geiler Laden. Hier kannst du deine Zutaten x-beliebig mischen. Bei Freeman's Tacos craftet man alles selbst. Du weißt, wie das geht, oder? Öffne einfach das Crafting-Menü, dann können wir anfangen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Erstmal ein Grundnahrungsmittel, der Burrito. Warme Tortilla drumherum gewickelt um, naja, um irgendwas anderes. Hier, alles, was du für den Anfang brauchst. Hier steht... Gut, jetzt schmeiß auf deine ersten Schritten im Crafting. Können wir reinhauen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Probier aus, was passiert, wenn du einen Burrito mit einer Enchilada kombinierst. Herzlichen Glückwunsch! Aus Enchilada und Burrito hast du einen Enchirito gemacht. Das hat vorher noch nie jemand geschafft. Ach, was soll's. Nimm noch ein paar Rezepte. Die retten dir vielleicht deinen dämlichen Arsch. Jetzt kann ich diesen Moment nur noch für die Geschichte festhalten. Mit einem Selfie. Wuhu! Okay, das machen wir nie wieder. Hab heute neues Zeug. Kauf es, solange es heiß ist, dann kannst du es später kalt essen. Du bist in Ordnung. Bringt deine Winde in Wallung. Wenn du morgen Freeman brauchst, weißt du, wo du mich findest. Noch eins, hm? Gut, dann los.
Nur noch eine Sache. Es soll so mächtige Fürze geben, dass sie sogar das Raumzeitgefüge verbiegen. Pass auf da draußen. Da steckt viel Liebe drin und Schweineschmalz. Das bringt deine Winde in Wallung. Du bist in Ordnung. Bis dann. Bist du auf der Flucht? Ist dir die Regierung auf den Fersen? Ihr Illuminaten solltet euch mal eine anständige Verkleidung zulegen. Wie wäre es mit unseren neuesten Sachen? Gehört alles dir. Und tschüss. Wir haben viele Sachen, die du in den großen Läden nicht findest. Schwarze Zahlen. Yeah. Thank you.
Sind Superhelden nicht schon wieder out? Erinnerst du die Passion Christi? Ah, das will ich nicht erinnern. Erinnerst du Sinbad als Genie in Shazam? Ja, nein, tue ich nicht. Ich erinnere. Weitergehen, wir machen hier Chaos! Arschloch! Essen ist serviert, ihr seid das Essen! Könnt ihr euren Comic-Con-Scheiß nicht woanders abziehen? Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen! Eure Kostüme sind so schrottig! Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Au! Selbst bei frühen Doctor Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Da seid ihr gesessen! Ich bin dran. Wird mir nicht egaler sein. Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Bitte mal! Hier geht es nämlich ums Geschäft! Lust auf eine Runde, Chaos! Ha! Hättest du blocken sollen! Mal sehen, wer zuletzt lacht. Wie ein Blitz! Oh, wirkte total unecht! Man hat die Drähte gesehen! Wen infiziere ich jetzt? Sind das echte Special Effects oder animierte? Unordnung obsiegt! Wow! Bin ich schon am Zug? Okay. Omega Crash Extra! Ja! Na dann, Hals- und Beinbruch. Ah, fantastisch! Hurra! Zitronenriegel für alle! Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Du weißt, dass der einzig wahre Superheld Jesus ist, oder?
Unser Kaffee aus lokaler Herstellung wird dir das Selbstbewusstsein für dieses Kostüm geben. Tut mir leid, ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak. Glaubst du, ihm geht's gut? Komm jederzeit vorbei. Wir sind immer hier. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Worauf hast du Lust? Also bei dem Deal hast du meine Eier in der French Press. Komm jederzeit vorbei. Wir sind immer hier. Aber gerne, kleiner Kunde. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Nein, das geht nicht. Nicht bevor Tweak und Craig sich wieder vertragen. Gott wacht über dich. Ich weiß aber nicht, ob es ihn auch gibt. Ist es Zeit für Blitzkrieg? In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Läuft gut, Wunderarsch. Bis dann. Was bist du denn, ein New Yorker Moderedakteur? Geh schon durch. Dann sagt der Spaghettifresser zum Polacken, Schlitzaugen schön und gut, aber Nickerweiber haben größere Muschis. Wo sind die Guten? Ja, verdufte Flachzange. Mit Anfängern mache ich das nicht. Wen haben wir denn da? Ja, noch so ein Nachwuchsverbrecherschreck, Männer. Hab ich nicht recht? Die Polizei schätzt die Mithilfe besorgter Bürger. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Hey, buddy. Hallo und willkommen. Ich bin ein netter Detective. Wie heißt du?
Kein Problem. Sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Komm, setz dich. Lass uns quatschen. Hey, eine Hand wäscht die andere. Also, warum lauft ihr hier herum? Haltet ihr euch für kleine Superhelden-Selbstjustizler, so wie Ben Affleck? So viel Aufmerksamkeit ist schon beängstigend. Aber nicht so sehr, wie sich an Jareds langem Sandwich zu verschlucken. Das habe ich selbst geschrieben. Ich mache nebenbei Stand-Up-Comedy. Ich will umsatteln, zu viel Verbrechen. Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du dir das mal ansehen? Hä? Bitte lächeln. Wenn du mein Foto unter die Leute bringst, gebe ich dir was. Poste diese Fotos. Ganz einfach. Hey, eine Hand wäscht die andere. Ich bin gerade beschäftigt. Oh, hallo, mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems.
Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe Blau? Oh, hey, ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Sowas. Gott verdammt, ich kann ein Kind keine zwei Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Knie nieder. Vor dem Herrn. Erinnerst du Morgan Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du, als Christen sich noch um Bedürftige scherten? Klar, ich erinnere. Du machst das ziemlich gut, Neuer. Komm zum Kuhn-Versteck, wir sollten deinen Charakter ausbauen. Kuhn-Ende.